Hallo, hier ist Christoph von tabtech.de und das ist unser Unboxing des neuen Microsoft Surface Pro 3 und darauf haben wir uns schon besonders gefreut, denn jetzt können wir das Gerät endlich mal auch selbst in die Hände nehmen und in diesem Video werden wir euch zeigen, was im Verpackungsinhalt dabei ist und natürlich auch gleich unsere ersten Eindrücke zeigen. Aber fangen wir am besten hier mit dem Unboxing des Geräts an. Wir haben hier eine relativ große Schachtel für ein 12 Zoll Gerät, dürfte das aber relativ normal sein. Hier haben wir dann auch schon das schöne Gerät. Wir haben hier die Core i5 Version mit 128 GB und hier haben wir dann auch schon den neuen Stift bzw. den neuen Stylus. Der sollte ja ähnlich sein wie ein Kugelschreiber und das ist ja auch von der Größe. Der ist schon mal aus Aluminium und wirkt auch sehr hochwertig. Einzig hier die Tasten sind etwas locker. Darin befindet sich dann natürlich auch eine Batterie und das Ganze ist dann mit Bluetooth unter anderem auch mit dem Surface verbunden, dass man hier zum Beispiel mit einem längeren Klick OneNote automatisch starten kann, damit man auch gleich Notizen schreiben kann. Zusätzlich haben wir dann hier noch ein paar Informationen und hier war dann auch gleich noch die Batterie mitgeliefert und mit dabei ist natürlich hier auch das Ladegerät. Das möchten wir uns auch kurz anschauen. Hier haben wir den Ladeadapter. Der ist jetzt hier für US, da wir das Gerät aus Amerika importiert haben. Und hier haben wir dann auch schon den Ladeadapter. Und wichtig auch, hier haben wir wieder einen eigenen USB-Port, damit man gleichzeitig zum Beispiel ein Smartphone oder ähnliches laden kann. Und wir haben auch gleich das Microsoft Surface Pro Type Cover mitbestellt für das neue Gerät. Das möchten wir ebenfalls gleich auspacken. Und das kommt in der Farbe Cyan. Sieht auch sehr schick aus. Wir haben hier quasi diese zusätzliche Lamelle, damit man das Ganze hier aufstellen kann und damit man das ganze Gerät besser am Schoß verwenden kann. Hier haben wir auch ein sichtbar größeres Touchpad und auch Tasten, die hier schon auf dem ersten Eindruck gut zu drücken sind. Diese sind auch mit Hintergrundbeleuchtung und trotzdem ist hier die Tastatur wieder sehr, sehr dünn und vor allem auch sehr leicht. Und hier ist noch ein zusätzliches Zubehör dabei, dass man hier den Stylus zum Typecover oder zum Surface anheften kann. Das werden wir uns aber nochmals genauer anschauen und dann im ausführlichen Testbericht zeigen. Also hier, die Tastatur macht auch schon einen guten Eindruck. Das Ganze wird natürlich dann wieder mittels Magneten verbunden. Jetzt schauen wir uns aber erstmals das Gerät an. Ist leider etwas schwierig, das hier zu filmen. Aber hier haben wir nun das 12 Zoll große Gerät. Das ist jetzt im Vergleich zu einem 10 Zoll Gerät schon wesentlich größer, wie man hier sehen kann. Wir haben hier das Acer Iconia Tab bzw. das neue Acer Aspire Switch 10. Und ihr seht hier, das ist schon deutlich kleiner. Dafür haben wir hier auch einen Intel Core Prozessor integriert. Das heißt, es gibt ihn mit Intel Core i3 bis hinauf zum Core i7. Und natürlich auch verschiedenen Ausstattungsvarianten in Bezug auf die Speichergröße bzw. auch den Arbeitsspeicher. Und wir haben als Besonderheit hier auch ein Display mit einer Auflösung von 2140 oder 2160 mal 1440 Pixeln. Das heißt, wir haben hier ein Seitenverhältnis von 3 zu 2. Und das ist ein relativ besonderes Seitenverhältnis, da ja eigentlich immer ein 16 zu 9 oder 16 zu 10 Display verwendet wird. Hier hat aber Microsoft gesagt, dass man das Gerät im Prinzip wie einen Notizblock verwenden kann. Deswegen ist hier auch die Windows-Taste, das ist ein touch-sensitiver Button, hier auf der rechten Seite integriert, dass wenn man das Ganze hier im Quermodus hält, wie zum Beispiel eben ein Notizblock, dass dieser dann auch unten ist. Aber dazu später mehr. Generell vom Gewicht her ist das Gerät nur 800 Gramm leicht und somit ist es auch leichter als zum Beispiel ein MacBook Air, obwohl wir hier eigentlich die gleichen technischen Daten haben, beziehungsweise sogar ein hochauflösenderes Touch-Display. Und wir haben hier zudem auch natürlich Anschlüsse wie zum Beispiel USB 3.0, den Mini-Display-Port. Hier haben wir den neuen Ladeanschluss. Auf der Oberseite sehen wir hier um das Gerät lediglich den Lüftungsschlitz und den Standby-Button, währenddem wir hier auf der linken Seite den Audioanschluss bzw. auch den Lauter-Leise-Regler haben. Und wir haben natürlich, wie es sich für ein Microsoft Surface-Gerät gehört, einen Kickstand integriert. Und der ist wesentlich optimiert worden, denn man kann den Kickstand jetzt nicht nur in den zwei Positionen einstellen, wie zum Beispiel der Surface Pro 2, sondern man kann ihn wirklich fast bis ganz nach hinten drehen. Und somit kann man das Gerät im Prinzip
sehr einfach und schnell überall hinlegen und hat auch so quasi eine gute Position, dass man hier etwas schreiben könnte. Natürlich kann man das jetzt einfach nach Belieben, zum Beispiel hier circa mit 45 Grad aufstellen oder etwas mehr. Und ich kann jetzt hier die Tastatur zum Beispiel etwas aufstellen und damit habe ich, wenn ich das Gerät auf dem Schoß habe, tatsächlich ein stabileres Gefühl. Und so lässt sich das wirklich ähnlich wie mit einem Notebook schreiben. Ob das dann auch in der Praxis bei längeren Texten sich so verhält, werden wir euch natürlich im ausführlichen Testbericht schildern. Ansonsten von den Lautsprechern hat sich auch einiges getan. Wir haben nun zwei Lautsprecher direkt auf der Vorderseite. Das heißt, der Ton kommt wirklich immer zum Nutzer. Das ist schon mal eine sehr gute Verbesserung. Die sind auch von der Lautstärke her angenehm laut, so wie wir es vorher kurz testen konnten. Zudem haben wir hier auf der Vorderseite bzw. auf der Rückseite eine 5-Megapixel-Kamera, das ist ebenfalls eine starke Erweiterung im Vergleich zu Microsoft Surface Pro 3. Und somit macht das Gerät wirklich einen guten ersten Eindruck. Vor allem das Display scheint hier wirklich sehr gut zu sein. Wir kennen ja schon das ClearType HD-Display von Microsoft Surface Pro 2 oder auch der ersten Generation. Das war schon immer sehr gut. Und nur hier macht sich die Auflösung bzw. generell das Format 3 zu 2 ganz gut. Wenn wir zum Beispiel hier im Internet surfen, haben wir beim 16 zu 9 Format natürlich ein nicht so hohes Display. Das bekommt man jetzt hier schon viel mehr zu sehen. Und wichtig ist hier auch, dass der Content hier wirklich sehr scharf dargestellt wird. Und wenn wir zum Beispiel hier das Video wiedergeben von diesem LG G3 Test, Hallo, hier ist Christoph von stellen wir hier die Auflösung auf Full HD. Bereits im letzten Jahr hatte uns Sehen wir schon, dass das Ganze hier auch sehr scharf aussieht. Und natürlich darf man hier auch nicht den Stylus vergessen, den wir hier dabei haben. Der sollte ja ein besonderes Schreibgefühl geben. Das sollte sich im Prinzip mehr nach einem Notizblock anfühlen. Und wir möchten jetzt zum Beispiel mal schnell OneNote starten, weil wir eben kurz etwas aufschreiben möchten. Und dazu drücken wir einfach lang auf die Rückseite. Und schon wird auch OneNote gestartet und ich könnte jetzt hier schon Notizen aufnehmen. Und ja, das Ganze ist auch sehr genau hier auf den ersten Blick. Wir können auch ganz an den Rand gehen und hier ist das Ganze wirklich sehr präzise, wenn wir hier am Rand runterfahren. Also das macht hier schon mal einen guten Eindruck. Wir haben auch ebenfalls hier die zwei Tasten, zum Beispiel zum Markieren von Content. Beziehungsweise dann einfach zum Löschen, wenn wir die vordere Taste nehmen, können wir das Ganze auch als Radiergummi verwenden. Also hier werden wir natürlich auch ein eigenes Video zum neuen Stylus des Microsoft Surface Pro 3 aufnehmen bzw. euch zeigen. Ja, das war's nun mit unserem kurzen Unboxing und Hands-on des neuen Microsoft Surface Pro 3. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, geht einfach auf tabtech.de bzw. vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, wo wir dann in Zukunft den ausführlichen Test sowie zum Beispiel einen Vergleich mit dem Dell Venue 11 Pro und anderen Geräten veröffentlichen werden.